Also ich habe jetzt im ersten Arbeitsgang mit dieser dickflüssigen Druckfarbe sozusagen die Leinwand entjungfert. Das ist ja immer der schwierigste erste Schritt. Und jetzt werde ich mit einer Farbe, die sich eigentlich mit dem Untergrund überhaupt nicht verträgt, die zweite Lage draufsetzen. Und zwar sehr dick mit wasserlöslicher weißer Farbe. Und hier kann ich schon beeinflussen, wie später welche Schlieren und wie dick die Struktur wird. Und das muss ich jetzt so ein bisschen kontrollieren. Wobei aber der Zufall natürlich eine Riesenrolle spielt. So. Das wäre dann erstmal, bleibt sich selber überlassen, zum Trocknen. Diese Geschichte muss nun mindestens eine Woche trocknen, bevor man weiterarbeiten kann. Ich werde nun mit lasierenden, sehr leuchtenden Farben hier eine weitere Schicht legen. Ich beginne mal mit Gelb. Hierbei spielt der Zufall nicht mehr unbedingt die Hauptrolle, weil hier kann ich schon sehr gut kontrollieren, wie die Farbgebung letztendlich sein wird. Ich probiere hier schöne weiche Übergänge zu schaffen. So, jetzt kommt eigentlich die entscheidende Phase. Jetzt werde ich nur spezielle Stellen stehen lassen, den Rest übermalen und eine Form rausarbeiten. Aber um das zu tun, braucht es gelegentlich sehr viel Zeit. Das heißt, ich habe mich sehr lange jetzt mit dieser Leinwand beschäftigt, bevor ich überhaupt sehen konnte, wie ich das haben will und wie es weitergeht. Und jetzt geht's weiter. Ich gehe mit einem sehr weichen Pinsel, sehr zart vor, weil ich das nämlich auch nicht total zumalen möchte. Spezielle Stellen sollen einfach stehen bleiben. Und wenn sich später herausstellt, dass das zu viel oder zu wenig ist, dann kann man beliebig das noch verändern, sowohl hinzufügen als auch entfernen wieder. Die Arbeiten befinden sich in verschiedenen Arbeitsphasen. Von den schon fertigen sind zum Beispiel diese Arbeit, diese. Und diese eigentlich auch, aber manchmal dauert das bei mir monatelang, bis ich damit zufrieden bin.
Manchmal werden die Arbeiten auch schon ausgestellt und dann entdecke ich, dass sie noch ein gewisses etwas brauchen, ein bisschen mehr Belebung der Oberfläche, ein bisschen mehr Differenzierung, ich meine sehr, sehr feine Differenzierung, und dann werden sie weiter bearbeitet. Wie viel von dem Schlagmetall verwendet wird? Man muss mit diesem Material sehr aufpassen, damit es nicht zu dekorativ wirkt. Jetzt muss man warten, bis der Klebestoff trocken ist. Oder aber man kann schon die Oberfläche mit rauen Pinsel zu behandeln, damit man überschüssige Teile schon wegnimmt. Jetzt gucken wir, wie das Bild im Rahmen wirkt. Diese Herausarbeitung von Profilen hier, von Konturen, benötigt auch sehr, sehr viel Zeit. Und ergibt sich dieser Zusammenspiel zwischen verschiedenen Schwarz- und Weiß-Varianten, ergibt dann diese innere Spannung. Und manchmal müssen die Arbeiten ein paar Wochen auch einfach ruhen. Wie die Arbeit von einer Entfernung aussieht.